Ja, alles klar. Dann los. Vorsichtsstufe. Ja, ja. Seien Sie vorsichtig, es darf kein Kratzer dran kommen. Keine Angst. Habt ihr gehört, Leute? Also passt auf. Ach, Daddy. Bei diesem Weihnachtsgeschenk wird sich Mom darüber im Klaren sein, dass sich die lange Ehe mit dir wirklich gelohnt hat. Ja, eine Frage, Marie. Ist das auch ganz bestimmt so eine, wie sie in der Kirche steht? Das ist das richtige Modell. So, ihr könnt jetzt aufladen. Nein, nein, warten Sie mal. Und du bist dir auch ganz, ganz sicher? Also ja. Jetzt hören Sie mal. Ich möchte Sie gerne von Ihren Gewissensbissen befreien. Sie wollen doch eine Kirchenorgel für Ihre Frau haben, oder? Und dieses Prachtexemplar ist direkt aus dem Kloster der armen Schwestern geholt worden. Was kann ich denn dafür, dass die Schwestern so arm sind? Aufladen! Eine Sekunde, Augenblick. Also, wenn es vielleicht doch nicht die richtige Orgel ist, kriege ich dann mein Geld zurück? Na klar, die ganzen 500. Es waren 600. Selbstverständlich. Laden Sie schon auf. Habt ihr nicht gehört? Doch! Sie werden es nicht bereuen. Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Eben noch ein Mann, den ich nicht kannte und jetzt bereits ein Freund. Fertig. Sie wird sich freuen. Sie wird sich ja so freuen. Ach, Marie, was meinst du, wie lange deine Mutter schon davon träumt, deine Orgel zu besitzen? Das war ihr größter Wunsch. Und jetzt hat sie eine. Den armen Schwestern entrissen eigentlich grauenvoll. Sie können ja gerne vorbeikommen und ein Kirchenlied darauf spielen. Ach, das noch. Was ist denn los? Keine Ahnung, er rührt sich einfach nicht. Naja, du weißt ja, die Wege des Herrn sind nun mal unergründlich. Ja, und unser Rückweg auch. Ist es was Ernstes? Es sieht ganz danach aus, als ob ihr Getriebe Öl verliert. Auch das noch. Aber das Getriebe an sich ist vollkommen in Ordnung. Gut, das höre ich gern. 1-2 Liter Öl und schon können Sie weiterfahren. Großartig. Leider erst morgen. Es wird nämlich weiterlecken, solange ich nicht das ganze Getriebe auseinandernehme und neue Dichtungen einsetze. Wieso sagen Sie das denn erst jetzt? Ich sage es den Kunden furchtbar ungern, dass sie gleich $500 los sind. Plus Ersatzteile. Oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Oh, Tannenbaum, ein gerader Baum wär viel netter. Ich hab den Weihnachtsbaumschmuck gefunden, der war in der Ost. Wie schade, dass wir unsere Tanne dieses Jahr nicht schmücken können. Das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Hast du dir wehgetan, J.R.? Wetten? Sie wird jetzt gleich sagen, dass dieser Sturz auch was Gutes hatte. Weißt du was, J.R.? Ich find's eigentlich ganz gut, dass das passiert ist. Das gibt uns die Gelegenheit, eine alte Tradition wieder aufleben zu lassen. Wir werden unseren Baumschmuck einfach selber machen. Und zwar aus Dingen, die wir sonst wegwerfen. Das habe ich in einer Zeitschrift gesehen. Wo habe ich die denn bloß? Die habe ich weggeworfen. Dann werden wir eben improvisieren. Na, was haltet ihr davon, ha? Ja. Ja. Seht ihr? Was ist denn mit euch passiert? Ihr wolltet doch nur mal schnell zum Supermarkt fahren. Sollte sich später jemand darüber aufregen, dass er keine kostbaren Weihnachtsgeschenke bekommen hat, dann wäre es angebracht, sich vor Augen zu halten, dass hier ein wundervoller Weihnachtsbaum steht mit zauberhaften... Nanu! Warum ist denn der Baum nicht geschmückt? Wir werden ihn dieses Jahr mit Müll schmücken. Graham, wo ist denn deine Weihnachtsstimmung? Die habe ich im Kühlschrank. Ich hol mir ein Bier. Pass auf! Beinahe wärst du auf meinen Echsenmann getreten. Ach ja, entschuldige. Was wäre schon eine Weihnachtskrippe ohne einen Kerl mit Schuppen und Schwimmhäuten zwischen den Zehen? Hey, was hast du denn? Meine Dichtungen lecken. Aber dann darfst du doch kein Bier trinken. Also, wo wart ihr?
Ihr könnt euch alle die Zeit und die Mühe sparen. Ich gab Daddy mein Wort darauf, nicht zu verraten, wo wir beide eben waren und was wir taten. Ja, ja, ja. Und hat er nun Mom die Orgel gekauft oder nicht? Woher wisst ihr denn von der Orgel? Na, von mir. Von dir? Ich weiß so einiges. Hättest du nicht gedacht, hä? Also, wenn ihr schon von der Orgel wisst... Los, erzähl! Sherry und J.R., ihr geht aus dem Zimmer. Also, ich gehe nicht. Wenn ihr nicht rausgeht, dann kommt dieses Jahr der Weihnachtsmann nicht zu euch. Ach komm, wir sind doch erwachsene Menschen. Genau. Ihr zwei glaubt also nicht mehr an den Weihnachtsmann? Nein. Seid ihr beide euch da so sicher, dass ihr das Risiko auf euch nehmen wollt, dieses Jahr keine Weihnachtsgeschenke zu kriegen? Kein einziges? 1-0. Es war unfair. Elizabeth, da irrst du dich gewaltig. Du unterschätzt das Problem. Es handelt sich um das Getriebe, verstehst du? Ist er etwa kaputt? Das kann man so nicht sagen. Er will nur nicht fahren. Wie bist du hergekommen? Ich bin gefahren. In dem Wagen, der nicht fahren kann? Ich habe ja schon immer gewusst, dass Frauen nichts von Technik verstehen. Wenn du mit dem Wagen nach Hause gekommen bist, dann ist es auch nicht so schlimm. Weißt du eigentlich, was das heißt, wenn das Getriebe rausgeholt wird? Es ist doch nur ein Stück Metall. Du tust ja so, als ob du ein Organ verlierst. Sagtest du Orgel? Du meinst Organ? Ja, genau. Sowas wie Herz, Lunge oder Milz. Also, Elizabeth, manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass wir beide zwei verschiedene Sprachen sprechen. Musst du mich ausgerechnet noch kurz vor Weihnachten beleidigen? Wundervoll. Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht kränken, aber die Geschichte mit dem Wagen hat mich wirklich furchtbar geärgert. Es tut mir auch sehr leid, aber ich habe keine Zeit, hier rumzustehen und mich beleidigen zu lassen. So gut. Ich muss noch 16 Dutzend Weihnachtsplätzchen backen und der Baum ist auch noch nicht geschmückt. Und mit dem Akkordeon habe ich mich da gequetscht, wo eine Frau nicht gequetscht werden will. Es tut mir sehr leid, Schätzchen. Entschuldige bitte. Na gut, alles wieder in Ordnung. Egal, was mit dem Auto los ist, es wird doch nicht unser Weihnachtsfest ruinieren, oder? Nein. Gut. Keine Angst. Und Dad musste Mams wunderschöne Orgel zurückbringen, nur damit er das Geld für diese blöde Reparatur hat. Das ist alles so traurig, Kinder. Er hat für die Orgel gespart und geknausert das ganze Jahr hindurch. Er hat auf seinen täglichen Müsli-Riegel verzichtet und im Park leere Cola-Flaschen eingesammelt. Tatsächlich? Nein, natürlich nicht. Ich wollte die Geschichte nur ein bisschen ausschmücken. Ist doch nichts so traurig wie ein Mann mit einem Vollmondgesicht, der seine Orgel verloren hat. Ach, ich hätte da eine kleine Frage. Wo hat er denn die Orgel verloren? Ich frage nur deshalb, weil ich der Meinung bin, dass wir Daddy beim Suchen helfen sollten. Oh nein. Deine Frau weiß noch gar nicht, dass die Reparatur 550 kostet? Duane, das verstehst du nicht. Die Ehe ist nun mal eine heilige Institution, aufgebaut auf gegenseitigem Vertrauen. Und darum kann man eben nicht immer die Wahrheit sagen. Und das soll einer verstehen. Pass auf, ich werde dir das mal demonstrieren. Du bist ich und ich bin Elizabeth. Ich wäre lieber Elizabeth. Duane, hör zu, in 2 Minuten beginnt der Unterricht. Also tu jetzt bitte, was ich dir sage, gut. Verstanden? Du kommst von der Arbeit nach Hause und erzählst mir von dem Getriebe. Sag mal, was war denn der Unsinn? Ich hab doch nur meine Frau begrüßt. Noch genau 1 Minute und 30 Sekunden. Ist gut, alles klar. Elizabeth, du hast ja eine Glatze. 1 Minute und 15 Sekunden, die Zeit läuft uns davon. Ja doch, tut mir leid. Also, Elizabeth, das Getriebe muss repariert werden und das kostet 550 Mäuse. Oh, dann können wir den Kindern ja gar nichts zu Weihnachten schenken. Das wird aber ein trauriges Fest. Nein, keine Angst, Schätzchen. Denn dein kluger Mann hat ein bisschen gespart für unvorhergesehene Fälle. Was denn für Fälle? Du darfst die Orgel, die sie nicht kriegen, wird mit keinem Wort erwähnen. Ach ja. Was soll dieses Ach ja bedeuten? Wofür hast du denn Geld gespart? Was ist mit unserem gegenseitigen Vertrauen? Oh, du hast Geheimnisse vor mir? Dann lass dir mal ein triftiges Argument einfallen, aber ganz in Ruhe, denn heute Nacht schläfst du auf der Couch und nicht bei mir. Ich nehme an, das war eben so eine Art Rollenspielübung, nicht wahr? Ja, genau, Vater Hages. Sowas haben Sie uns doch auf der letzten Lehrerkonferenz vorgeschlagen. Wir nehmen uns Ihre Vorschläge zu Herzen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Coach, ich kann dir doch das Geld borgen. Das ist wirklich sehr nett von dir, aber ich mag es nicht, mir Geld zu borgen.
Gestern habe ich dir doch auch Geld fürs Essen geliehen. Das muss ich dir ja auch nicht wiedergeben, oder? Hey, es gibt noch eine andere Lösung. Und die wäre? Verkauf das Auto. Nein, Duane. Wenn ich einem Käufer erzähle, dass das Getriebe in Ordnung ist, könnte ich mir nicht mehr in die Augen sehen. Hör doch zu, Coach. Dem Käufer steht es doch frei, das Auto vorher noch mal checken zu lassen. Ja, aber das ist doch... Und für dieses Auto würdest du immer noch genug kriegen, um ein anderes zu kaufen, das auch fährt. Und von dem gesparten Geld könntest du die Orgel für Elizabeth kaufen. Sie hätte so furchtbar gern eine Orgel. Dann brauche ich heute Nacht nicht auf der Couch zu schlafen, Schätzchen. Sag mir Bescheid, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Ist gut, danke. Nichts zu danken, Coach. Dusler? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Dusler, nach vorne, komm. Na, mein Junge, wie wär's mit einem hübschen, kleinen, spontanen Quiz? Das machst du doch gerne. Ja, ja, natürlich. Super. Willst du den Test bestehen? Ist das eine Fangfrage? Nein, Dusler. Gut, wen soll ich töten? Dusler, du hast wirklich Humor. Also, du kennst doch die Ecke in der Nähe vom Supermarkt, wo alle ihre Autos hinstellen, um sie zu verkaufen. Ist das eine Fangfrage? Coach! Was machst du denn hier? Ich hab dir doch gesagt, dass du mein Auto verkaufen sollst. Schon erledigt. Ehrlich? Und für genau den Preis, den sie dafür haben wollten. Ich bin ein guter Verkäufer und ein schlechter Schüler. Du hast doch nicht etwa gesagt, dass der Wagen in gutem Zustand ist. Nein, natürlich nicht. Ich habe alles so gesagt, wie sie es wollten. Sie können das Auto gerne nochmal durchchecken lassen. Lügst du auch nicht? Wenn ich lügen würde, könnte ich ja keine Eins für diesen Kursus kriegen. Du kriegst doch keine Eins. Du warst doch letzte Stunde nicht hier. Das war nur ein Scherz. Sehr gute Arbeit. Ich bin zufrieden. Das bin ich auch, wenn ich das so sagen darf. Ja. Ich habe jetzt Religionsunterricht. Ist gut. Und Pfarrer Hages hat gesagt, dass er den Wagen gleich nach Weihnachten abholen wird. Ja, ist gut. Warte! Pfarrer Hages? Der Pfarrer Hages, der unser aller Chef ist? Mein Boss? An den hast du das Auto verkauft, Dusler? Oh weh. Und hat er gesagt, dass er das Auto vorher noch mal durchchecken lässt? Er sagte, das wird er nicht müssen. Wenn das Auto nicht funktionieren sollte, wird er sie feuern. Wiedersehen! Steck den Kopf wieder rauf, Cindy. Sie dürfen uns auf gar keinen Fall auf die Schliche kommen. Oh, das ist ja verkehrt herum. Ach, das macht doch nichts. Und bevor wir reingehen, will ich euch als eure Anführerin sagen, dass ich wirklich sehr stolz auf euch bin. Ich kann es nicht erwarten, Daddys Gesicht zu sehen, wenn wir ihm sagen, dass die Reparatur des Wagens gar nichts gekostet hat. Ist das nicht toll? Oh Mann, ich finde, die Jungs in der Werkstatt waren wirklich sehr süß. Wir werden ihnen einen Dankesbrief schicken. Sie haben das Auto repariert und wollen uns auch noch was schenken. Was denn? Ich will ihnen ja nicht die Überraschung kaputt machen, aber Ramon hat gesagt, er würde gerne jede einzelne von uns eine Weihnachtsgans schenken. Nein, danke. Kein Tee mehr, Schwester. Ich finde, 10 Tassen sind genug. Na gut, wenn Sie meinen. Danke, Schwester Edel. Dankeschön. Vorsicht, Stufe. Haben Sie den Wagen durchchecken lassen? Sicher. Auch das Getriebe, Pfarrer Hages? Auch das Getriebe. Da bin ich aber wirklich sehr froh, dass Sie noch kein Geld losgeworden sind. Tut mir leid, dass ich Ihnen so ein Auto verkaufen wollte. Das Auto ist durchgecheckt und völlig in Ordnung. Das Auto ist völlig in Ordnung? Ja. Und Montag hole ich den Wagen ab. Sind Sie auch ganz sicher, dass der Wagen einwandfrei ist? Sie haben nicht vielleicht eine undichte Stelle hören gefunden? Hören Sie, Labeck, Sie haben mir doch den Wagen verkauft. Jetzt will ich nichts mehr davon hören. Gehen Sie, ich wünsche Ihnen ein frohes Fest. Nein, das geht nicht. Ich kann doch nicht so ein Auto meinem Chef verkaufen. Noch ein Wort und ich war mal Ihr Chef. Ich verstehe. Gute Fahrt. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zur Hygiene? Also, um es kurz zu machen, wenn ihr merkt, dass er schlecht riecht, dann wascht euch. Ganz einfach. Frohes Fest. Fröhliche Weihnachten, Freunde. Und ein schönes neues Jahr. Macht mir keinen Ärger, hört ihr? Schöne Ferien. Erholt euch gut. Wiedersehen. Jedes Jahr zu Weihnachten bin ich immer richtig gerührt. Die Kinder feiern mit ihren Familien. Das macht nachdenklich. Aber wir vom St. Orgis sind auch eine Familie. Wir müssen immer aufeinander aufpassen. Und Sie, Duane, Sie verbringen die Weihnachtsfeiertage wahrscheinlich mit Frau und Kindern, nicht wahr? Nein, ich bin ledig. Ach ja, genau wie ich. Also, hätten Sie Lust, den Weihnachtsabend mit mir im Pfarrhaus zu verbringen? Schwester Edel stopft einen mittelschweren Vogel. Das ist nett von Ihnen, Vater Hages. Aber Coach Labeck hat mich eingeladen. Ich verbringe Weihnachten bei seiner Familie. Gut. Warten Sie, ich will es nicht noch spannender machen. Hier ist Ihr wohlverdientes Weihnachtsgeld.
Ich habe mir was überlegt. Legen Sie das zu Coach Labecks Weihnachtsgeld dazu. Zu Labecks? Er ist dieses Jahr knapp bei Kasse und er hat noch eine hohe Autoreparatur zu bezahlen. Ja? Die kostet ihm mindestens 500 bis 600 Dollar. Hat Labeck eigentlich zwei Autos oder wie? Labeck hat nur die Rostlaube mit dem kaputten Getriebe. Kommt, Kinder, es ist gleich soweit. Sieh dir mal die kleine Maus hier an. Oh, ihr habt euch aber hübsch gemacht. Das sieht ja süß aus. Wo ist Sherry? Die versteckt sich. Ich komm nicht raus. Ich will nicht, dass mich jemand so sieht. Sherry, ich habe dieses Kleid selbst gemacht. Komm mir zuliebe raus. Ich verspreche dir, dass keiner über dich lachen wird. Nicht doch, Kinder, hört auf. Das ist gemein von euch. Ihr habt mich gesehen, dann kann ich mich ja jetzt wieder umziehen. Weißt du, Mann, das ist ein Augenblick, den man für die Ewigkeit festhalten sollte. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Tja, dieses Foto wird dir nicht gerade eine erfolgreiche Karriere ermöglichen. In ein paar Jahren weiß niemand mehr von diesem Kleid, aber du bleibst für immer ein Blödmann. So, dann setzt euch hin. Die Kleinen dürfen aufs Sofa. Wir singen jetzt ein paar Weihnachtslieder. Und wer weiß, vielleicht werden wir gleich ganz lieben Besuch bekommen. Na, was meint ihr? Wo ist Dad? Sollst du doch nicht vor den Kindern fragen. Bitte erspart mir das Theater. Sag mal, wäre es zu viel verlangt, wenn ihr ein bisschen in Festtagsstimmung kommen würdet? Es ist doch immerhin Weihnachten. Mom, kennst du zufällig das Lied O kleines Städtchen Bethlehem? Das fragst du jedes Jahr. Sie kennt das Lied und beim zweiten Vers kommt dann der Weihnachtsmann rein. Sei endlich still. Mal sehen. Ich weiß nicht, Marie, es ist schon eine Weile her, aber ich will es gern mal versuchen. Oh, kleines Städtchen Bethlehem, du liegst so friedlich da. Nanu, wer könnte das denn wohl sein? Bitte nicht! Wer es auch sei, komm ruhig rein. Ich glaube, ich störe gerade. Nein, natürlich nicht. Komm ruhig rein, Dwayne. Der Weihnachtsmann war noch nicht da. Wo ist Coach? Doch nicht vor den Kindern. Das ist ja der Weihnachtsmann. Ich kann ihn hören. Das muss das Haus der Labecks sein. Das erkenne ich an den Plätzchen, die sie mir immer auf die Veranda legen. Wo sind denn die verdammten Plätzchen? Die haben wir vergessen. Du hast dich doch auch da reingekommen. Aber ich merke trotzdem, dass es das Haus der Labecks ist. Ich höre es schreien. Weihnachtsmann, das ist ja eine Überraschung. Ich sagte ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Na, seid ehrlich, wart ihr denn dieses Jahr auch wirklich artig? Ja. Wendy? Doch, ja. Dann ist ja gut, das beruhigt mich. Der liebe Weihnachtsmann kann nämlich unartige Kinder nicht ausstehen und unartige Teenager schon gar nicht. Und vor allem Teenager-Mädchen nicht, die immer nur an das eine denken, an Jungs und Sex. Erst neulich habe ich wieder zu meinen Engeln gesagt, Sex ist halt, meine Göttin. Halt! Es warten noch so viele Familien auf dich. Deinen Vortrag über Sex solltest du verschieben. Ja, genau, da hat eure Mutter ganz recht. Ich hätte ihn gerne gehört. Der gute Weihnachtsmann muss heute noch zu vielen, vielen Kinderchen. Und darum lege ich euch den Müllsack einfach hier hin, sage ho, ho, ho und mache mich auf den Weg. Ach, und grüßt bitte Coach Labeck von mir. Er ist wirklich ein Prachtkerl. Wir werden ihn gerne grüßen. Auf Wiedersehen. Und allen ein frohes Fest. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wünsche euch noch ein... Ah! Elisabeth, welcher Idiot hat denn die verdammten Mülleimer... Ach, schade. War der Weihnachtsmann schon da? Habe ich ihn schon wieder verpasst? Hat auch jeder ein Geschenk gekriegt? Ja, Daddy. Lustig, dass auf dem T-Shirt steht, dass mich keiner anfassen soll. Ich habe noch so ein hübsches Geschenk für euch. Elizabeth, was hast du denn vom Weihnachtsmann gekriegt? Ach, Graham, ich brauch doch nichts. Doch, natürlich. Nein, Schätzchen. Doch, natürlich. Nein, Schätzchen. Elizabeth, du musst jetzt mal nachgehen. Ach so, ich verstehe. Wahrscheinlich war ich dieses Jahr nicht sehr artig und darum kriege ich auch kein Geschenk. Ganz einfach. Was? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß doch genau, dass du dieses Jahr artig warst. Also, du musst dein Geschenk suchen. Ist es vielleicht das große Ding, das da auf der Veranda steht? Nein.
Habe ich dir schon gesagt, dass es ein Segen ist, dich hier zu haben? Nein. Das hat auch seinen Grund. Jetzt rate mal, was das ist. Was machst du denn da, Hund? Komm runter, sei schon da. Also, Graham, ich weiß nicht. Dann sieh doch nach. Das ist wirklich für mich. Ja. Und es ist wundervoll. Ich kann gar nicht. Wie hast du das denn? Das ist nicht von mir. Das ist vom Weihnachtsmann. Das weißt du doch. Wenn der jetzt hier wäre, weißt du, was ich ihm dann geben würde? Na, da bin ich aber froh, dass der schon weg ist. Soll ich dir mal was sagen? Jetzt weiß ich wieder, warum ich dich eingeladen habe, Duane. Ich Idiot hätte doch lieber zu Father Hargis gehen sollen. Ich kann es einfach nicht fassen. Meine eigene Orgel. Oh. Daddy? Was denn? Das ist vom Weihnachtsmann für dich. Das kann doch gar nicht sein. Ich. Der gute Weihnachtsmann. Das Getriebe in deinem Wagen haben wir dir zu Weihnachten reparieren lassen. Du hast so unendlich viel für uns Kinder getan. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Frohe Weihnachten, Daddy. Ach, Kinder. Das ist das schönste Weihnachtsgeschenk, das ich jemals hatte. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, du musst dich beim Weihnachtsmann bedanken. Das weißt du doch, Daddy. Quatsch, das war doch von Au. Bitte, richte dem Weihnachtsmann aus, dass ich dankbar bin und sehr gerührt. Und dass ich auf meine Kinder ausgesprochen stolz bin. Aber das macht es mir umso schwerer, euch zu sagen, dass übermorgen der Wagen, den ihr so großzügig habt reparieren lassen. Papa Hage! Hallo? Larix? Duane? Ich bin nur gekommen, um Ihnen frohe Weihnachten zu wünschen. Danke, wir wünschen Ihnen auch frohe Weihnachten. Ich hole Ihnen was zu trinken. Danke, nein, nein, danke. Ich gehe gleich wieder. Ich wollte nur was mit Coach besprechen. Sie dürfen nicht gleich wieder gehen. Ich hole Ihnen was zu trinken. Gehen wir raus. Also, Labeck, es handelt sich um Ihren Wagen. Was ist denn? Ich will den Wagen nicht. Sie können Ihre blöde Kiste behalten. Ist das wahr? Oh. Ja, ich bin... Ich hab hier... Das war nur eine kleine Rollenspielübung, nicht wahr? Ja, ja, genau das war's. Ich hab hier was zu trinken für Danke. Sie. Sie müssen reinkommen und sich ansehen, was mir mein wunderbarer Mann zu Weihnachten geschenkt hat. Ja gut, gern, wieso nicht? Eine Orgel, du großer Gott. Seit dem Priesterseminar habe ich nicht mehr auf so einem Ding gespielt. Sie spielen, Father Hargis, bitte. Nein. Auch das dürfen Sie das mir nicht abschlagen. Nicht. Das Instrument ist doch gesegnet, wenn ein Mann Gottes zuerst darauf spielt. Wenn Sie das so sehen. Ach, Kinder, stellt euch mal vor, Father Hargis also wird uns auf der neuen Orgel ein Lied vorspielen. Na kommt schon, erhebt euch gefälligst. Das ist ein feierlicher Moment. Also, du willst bald, sagtest du, von mir gehen. Und ich werde dich so schnell nicht wiedersehen. Doch vergiss bitte nie das Red Berlin und den Cowboy, der dich oft geküsst. Oh ja! Jetzt ein Lieb, komm mal her, setz dich zu mir. Setz dich zu mir, dass ich deine schönen Augen noch mal seh. Ist die Musik nicht Wahnsinn? Ach, du bist schon ein Wunder.